Herzlich willkommen zum YouTube-Channel von Embarcadero Germany. Ich möchte euch in diesem kurzen Video darstellen, was es denn an Neuigkeiten im Update 2 für 10.1 Berlin gibt. Soll heißen, die Windows Desktop Bridge, die es mir ermöglicht, Windows Store Apps zu erzeugen und darüber hinaus natürlich auch noch neue Funktionalitäten und neue Komponenten. Mein Name ist, wie gesagt, Matthias Eising. Hier mal ein Bild von mir. Ich bin sogenannter Senior Sales Consultant, schon relativ lange bei Ballern in Preis, Ballern, Code Gear, Embarcadero, jetzt Adera dabei. Kontaktdaten sieht man hier. Und es soll in diesem dreiviertelstündigen Webinar in erster Linie um die Neuigkeiten des Update 2 von 10.1 Berlin gehen. Delphi, die Entwicklungsumgebung für Windows- und Cross-Plattform-Anwendungsentwicklung, hat mit dem Update 2 einige Neuerungen mit hineingebracht. Und eine der wesentlichen Neuerungen ist natürlich die Möglichkeit, auch in den Windows Store zu deployen. Der Windows Store, dazu kommen wir später noch, was ist das, was kann ich damit machen, wie sieht die Software-Distribution aus, was kostet das? Nicht, dass wir dafür Geld verlangen, aber es gibt andere Unternehmen, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Nichtsdestotrotz haben wir in dem Core-Produkt, in dem eigentlichen Basisprodukt der Windows-Entwicklungsumgebung natürlich auch neue VCL-Komponenten mit hineingebracht, ein paar neue IDE-Erweiterungen und auch einige Wege zur Migration auf Windows 10. Die wichtigsten neuen Neuerungen sind unter anderem die Windows Desktop Bridge. Microsoft hat die Möglichkeit offenbart oder eingeführt, dass man mit dem Windows 10 Store nicht nur ganz normale .NET-Anwendungen, HTML5, JavaScript-Anwendungen mit hineinbringen kann, sondern unter dem Begriff Windows Desktop Bridge auch ganz normale native Win32, Win64 Anwendungen. Also das, was man seit 20 Jahren in Delphi programmiert hat, zumindest Win32, oder aber auch seine 64-Bit-Anwendung in einer speziellen Paketierform zur Verfügung zu stellen und die über den Windows Store zu distribuieren. Wir haben auch im Update 2 verschiedene neue VCL-Kalenderkomponenten mit hineingebracht. Anzahlmäßig 2. Wir haben neue Quick Edits in die IDE mit hineingebracht, die es einem ermöglichen, für VCL-Anwendungen schnell Formulare zu gestalten, Standardkomponenten anzupassen, umzubenennen, auszurichten, Margins, Paddings einzustellen oder aber auch grundlegende Formulare neu mit hineinzubringen. Und wir haben einige zusätzliche Windows 10-Stile mit hineingebracht, sowohl für FireMonkey als auch für die VCL. Generell basiert das Update 2 auf dem ganz normalen 10.1 Berlin-Zyklus. Viele unserer Kunden haben uns in den letzten Jahren immer wieder gefragt, seitdem wir mit XE4 ein eher halbjährliches Release eingeführt haben, ja bitte, 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 behaltet doch eure Versionen etwas länger vor. Da geht es um Kompatibilität, da geht es um Fremdhersteller, Drittherstellerkomponenten, die man dann auch für jedes neues XE oder Berlin, Seattle Release neu kaufen, updaten, aktualisieren, installieren musste. Und haben uns viele Kunden gefragt, ja bitte haltet eure Versionen etwas länger stabil. Und das haben wir jetzt mit Berlin auch soweit durchgeführt. Berlin selber ist im April diesen Jahres auf den Markt gekommen, Mitte April. Wir haben es damals in Berlin selber auch vorgestellt und wir haben mit dem Update 1, mit dem Update 2 hier eine Kontinuität in das Produkt hineingebracht, aber auch neue Funktionen mit hineingebracht, die man sonst nur in sogenannten Major Release, in neuen Hauptversionen vorfindet. Das heißt, das Beste von beiden Welten, auf der einen Seite die Kontinuität, die Kompatibilität zu Fremdherstellern, zu Drittherstellerkomponenten, aber auch neue Funktionalitäten mit in das Produkt hineingebracht. Es ist versionsstabil, der Compiler, das heißt, seine bestehenden DCU-Packages kann man einfach weiter benutzen, aber auch natürlich auch für die FireMonkey-Entwickler Unterstützung für die neuesten, besten Plattformen. Das heißt, wir haben das auch aktualisiert Richtung Android 7.0 respektive Nougat. Wir haben es aktualisiert Richtung iOS 10, 10.1, was die mobile Entwicklung betrifft. Neue Plattformen, die wir mit dem Update 2 hinzugefügt haben, ist der Windows 10 Store.
VCL-Entwickler erhalten neuen Zugang zum Windows 10 Store und erhalten damit auch neue IDE-Funktionalitäten für die Produktivität. Das beinhaltet aber nicht nur VCL, ich kann auch eine FireMonkey-Anwendung in den Windows 10 Store mit hineinbringen. Mein Kollege Marco Cantu hat zum Beispiel eine erste kleine, sehr übersichtliche Anwendung mal testweise in den Windows 10 Store mit hineingebracht. Schauen wir uns nachher auch an der Stelle einfach mal an. Wie vorhin schon gesagt, DCU-kompatibel, also binär-kompatibel zu den ganzen Berlin-Versionen, Berlin RTM, also die originale Version, dem Update 1, jetzt das Update 2. Wir werden das natürlich auch noch ein bisschen weiter pflegen, bis wir dann Mitte nächsten Jahres im Sommer 2017 auch das nächste Major Release erwarten. Also ich sag mal so, nach 12, 15 Monaten ist eigentlich jetzt immer mit einem neuen Release zu erwarten. Generell das Update 2 erfordert eine Deinstallation vom Update 1 oder aber auch der Originalversion, der RTM-Version, wie wir so schön sagen, Ready to Manufacture, Ready to Media oder wie man es auch immer man bezeichnen möchte. Man kann also auch von seinem 10.1 ohne Update oder mit dem Update auf das Update 2 aktualisieren. Dazu ist allerdings eine komplette D-Neuinstallation erforderlich. Benutzer können ihre Einstellungen behalten. Das heißt, bei der Deinstallation oder bei der Neuinstallation des Update 2 gibt es zwei wesentliche Punkte, die ich euch ganz, ganz nahelegen möchte. Das eine ist das Installationsmedium. Nutzt bitte das Installationsmedium, was ihr auch bei der vorhergehenden Berlin-Version genutzt habt. Habt ihr also den sogenannten Web-Installer oder den Feature-Installer, auch Get-It-Installer benutzt? Das ist eine kleine Setup-Routine, ca. 100, 175 Megabyte. Dann nutzt bitte auch für das Update 2 diesen Feature-Installer, Get-It-Installer oder aber auch dieses ESD, wie es auch immer heißen mag. Das muss immer das Gleiche sein bei und oder für die Beibehaltung der Einstellung. Die zweite wichtige Möglichkeit oder der zweite wichtige Hinweis ist, wenn man jetzt einfach, ich sag mal, jetzt drüber installiert, wird unter der Haube eine Deinstallation durchgeführt. Während der Deinstallation hat man die Möglichkeit, seine Einstellungen zu behalten. Das heißt also, die Registry-Einträge oder aber auch die Known Packages, alles, was dazu gehört, bleiben erhalten und man kann im Prinzip von einem Originalversion oder von dem Update 1 unter Beibehaltung der installierten Komponenten einfach da weitermachen. Also, nutzt das richtige Installationsmedium. Habt ihr damals von der ISO installiert? Installiert ihr jetzt auch wieder von der ISO? Habt ihr damals vom Feature Installer, Get It Installer, Web Installer installiert, wie man ihn immer nennt, 175 Megabyte groß? Dann nutzt ihr jetzt für die Update 2 Installation auch bitte den passenden Web Installer. Wo man die findet, zeige ich gleich eventuell noch. Neben den neuen Funktionalitäten haben wir natürlich auch viel Bugfixing betrieben. Es gibt also durchaus sehr, sehr positives Feedback, was die Fehlerbehebung vom Update 2 betrifft. Okay, der eine mag sagen, da war viel Potenzial nach oben. Der andere mag natürlich auch sagen, ja, hier ist wirklich gut gearbeitet worden. Und da sieht man eigentlich auch, dass wir an der Produktweiterentwicklung ein sehr starkes Interesse haben und die immer wieder gerne nach vorne treiben. Die Plattformen, die wir aktuell unterstützen, sind alle wichtigen großen Betriebssysteme. Ich bekomme auch immer wieder Fragen, ja, wie sieht es denn aus mit Android 1? Vergesst es. Wie sieht es aus mit Android 2? Haben wir auch keine Unterstützung mehr dafür. Wir unterstützen hier und heute Android 4.x, sage ich mal so großzügig, Android 5, Android 6, Android 7, für alle beide, die diese Version in Deutschland schon haben. Ich habe auch ein Android 7-Gerät mal gehabt, aber hat mir nicht gefallen, egal. Habe wieder auf Android 6 zurückgeflasht. Darüber hinaus natürlich iOS in den aktuellen Versionen, die auch von Apple unterstützt werden, bis hin zu iOS 10.1. Ja, auch da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die wir noch mit einem Hotfix in den nächsten Tagen, Querstrich Wochen adressieren, was Emulator oder 32-Bit-Betriebssysteme
Debugging betrifft. Da arbeiten wir dran, aber das kriegen wir auch innerhalb der nächsten Tage hin. Natürlich Windows. Wir unterstützen Windows 7, Windows 8.x und Windows 10. Keine Unterstützung mehr für Windows XP, sowohl was die IDE betrifft, als auch als Zielplattform. Ja, wir gehen davon aus, dass Win32, Win64-Anwendungen, die mit 10.1 Berlin erstellt worden sind, auch unter Windows XP laufen. Wir haben es aber nicht getestet und können dafür auch keine weitergehende Unterstützung mehr übernehmen. Ist halt eben so. Windows XP ist relativ veraltet. Darüber hinaus neu natürlich in Windows 10 Store, macOS Sierra als Windows Des Entschuldigung, als OS X Desktop-Betriebssystem, heißt jetzt ja alles macOS Sierra, was ich ja auch selber benutze, und die passenden mobilen Plattformen. Gut, kommen wir nun zu den Vorbereitungen für den Windows 10 Store. Werde ich auch gleich alles zeigen, was man dazu machen muss, um eine Delphi und oder C++ Bilderanwendung in den Windows 10 Store zu bekommen. Wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang: Der Windows 10 Store ist auch nur für Windows 10 Anniversary Update verfügbar in dieser Art und Weise, wie in Microsoft mit dem Produkt oder mit dem Projekt Desktop Bridge mit Centennial unterstützt. Wir setzen also da wirklich auf ein modernes Windows 10, was ja seit Juli diesen Jahres auch zwangsweise oder optional ausgeliefert wird. Da kann man abends beim Bier stundenlang drüber diskutieren. Generell erlaubt es mir die Möglichkeit, dass in den Windows 10 Store eine ganz normale Win32, Win64, VCL und/oder FireMonkey-Anwendung hinein zu deployen, den Distributionsweg zu nehmen. Das geht natürlich nicht nur für neue Anwendungen, sondern auch für bestehende Anwendungen. Geht mit VCL FireMonkey und ist ab dem Anniversary Update oder aber auch als 16.07 Update von Windows 10 verfügbar. Erst in Anführungszeichen diesen Windows Store unterstützen wir. Geht nicht mit Windows 8, geht nicht mit dem RTM Release, also dem Original Release von Windows 10. Das Ganze ist, wie gesagt, auf der Desktop Bridge Technologie von Microsoft basierend, auch bekannt als Centennial Bridge. Unter diesem Projektnamen hat das Microsoft eingeführt. Und das schauen wir uns auch gleich an, inklusive der IDE-basierten Unterstützung, was man dort alles einstellen kann und muss. Ich habe mein Delphi, mein Red Studio soweit wieder zurückgesetzt, dass ich also wirklich auf einem minimalsten Stand bin, dass Sie, dass ihr auch gleich sehen könnt, was man an der Stelle alles machen kann. Beginnen möchte ich an der Stelle mit einer ganz normalen klassischen VCL-Formularanwendung, die einfach nur eine ganz normale Windows-Anwendung darstellen soll. Ich möchte jetzt hier nicht Großartiges an Funktionalität mit implementieren, vielleicht ein Edit, vielleicht eine Listbox. Das Ganze einfach nur als Standardanwendung hier miteinander verknüpfen. Vielleicht noch eine Schaltfläche, einen Button, indem ich hier auch nochmal den Text meines Editierfeldes in den Items meiner Listbox hier hinzufüge. Soll mir nur als Beispiel geben, als Beispiel dienen, was denn hier prinzipiell möglich ist. Ich kann das Ganze einfach mal abspeichern. Unit 1 ist ein toller Name, Project 1 ist auch ein toller Name. Was neu im Update 2 ist, ist ein neuer Eintrag in der Projektverwaltung unter dem Begriff Anwendungsstore. Das Ganze natürlich nicht nur für VCL, sondern auch für FireMonkey. Das Ganze natürlich auch für 32-Bit und/oder 64-Bit, falls Sie es denn wünschen. Auch unter 64-Bit hat man jetzt den Begriff des Anwendungsstore. Ich habe meine Anwendung soweit gespeichert. Ich möchte sie an der Stelle einfach mal kompilieren und er erwartet jetzt neu beim Update 2, wenn ich denn den Anwendungsstore gewählt habe, ein entsprechendes SDK. Und das SDK habe ich mit dem Windows 10 SDK hier auf meinem Rechner schon soweit installiert. Er hat hier eins erkannt in der Version, die hier auch an der Stelle mit installiert worden ist und ich habe es jetzt soweit kompilieren können. Ich kann es mal versuchen zu starten.
bla bla bla. Und jetzt kommt natürlich auch in den Projektoptionen ein kleiner Dialog, der wird generell erstmal aufgerufen. Das heißt, für die Bereitstellung sehe ich jetzt hier auch eine Debug-Konfiguration, soweit, sofort in Ordnung. Ich könnte natürlich auch eine Release-Konfiguration für 32-Bit, 64-Bit auswählen. Und hier habe ich dann auch wiederum die alternierende Wahl zwischen Anwendungstor und dem normalen Store. Für den Ad-Hoc-Distribution muss ich mir ein Zertifikat erzeugen. Ein Zertifikat, ein selbstsigniertes Zertifikat, was ich jetzt natürlich auch in meinen Windows-Umgebungen installieren muss. Das heißt, das Ganze werde ich an der Stelle einfach mal machen. Ich werde hier eine Datei ablegen, vielleicht auf dem Desktop, und nenne diese einfach mal so, wie ich denn auch heiße. Privater Informationsaustauschdatei, okay, mit einem schönen Namen und vergebe jetzt ein Passwort dafür. Das Passwort sollte ich mir gut merken. Richtig gut. Also richtig, richtig gut. Lasse das aber soweit erstmal fertigstellen und man wird dann jetzt auch sehen, auf meinem Desktop ist diese PFX-Datei erzeugt werden und die IDE meldet mir dann auch, dass das Zertifikat erfolgreich erstellt worden ist. Okay, jetzt habe ich hier erstmal den Distributionstyp ad hoc. Er liest das Zertifikat aus, Passwort wird hier übertragen. Okay, sieht man dann auch CN, also mein Username, Matthias, Fingerabdruck, bla 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 und ein Ablaufdatum. Die sind privat signierte Zertifikate erstmal nur ein Jahr gültig. Jetzt habe ich natürlich in der Anwendung selber auch noch, hier sieht man auch wieder Release-Konfiguration, 64-Bit Windows-Plattform, einige Logos für das Package der universellen Windows-Plattform, UWP, also im Prinzip für die Paketvorbereitung. Da habe ich ein Standardlogo 150x150 Pixel, ein Logo 44x44 Pixel. Die sind erstmal so, ja, okay. Von meiner Seite aus völlig okay. Das sind weitere Einstellungen, die wir hier in das Update 2 mit hineingebracht haben. Ich kann das jetzt soweit mit okay bestätigen. Das heißt, mein Projekt ist jetzt an der Stelle auch soweit für die Bereitstellung fertig. Ich kann es jetzt an der Stelle einfach mal starten. Ja, und er kommt wieder in diesen Dialog. Da müssen wir jetzt an der Stelle einfach mal mit leben, obwohl die Informationen alle da sind. Denn so eine Anwendung, die kann ich nicht direkt starten. Ich muss diese Anwendung weitergeben. Dazu gehe ich einfach mal in das Verzeichnis im Explorer anzeigen meiner Dateien. Da sehe ich jetzt hier an der Stelle ein paar Dateien. Win32, da waren wir jetzt eigentlich nicht. Wir waren bei Win64 Debug. Da sieht man jetzt im Prinzip das Kompilat. Okay, ich hatte es jetzt auch für Debug eingestellt. Ich stelle es mal für Release ein, für den Anwendungsstore. Gehe hier nochmal in die Projekteigenschaften rein und überprüfe die Bereitstellung. Da sieht man Windows 64-Bit Anwendungsstore, Release-Konfiguration, alles soweit in bester Ordnung. Gut, jetzt haben wir die Konfiguration auch zusammengestellt. Ich kann es jetzt an der Stelle einfach mal ausführen. Fehler aufgetreten. Gut, eigentlich nicht das, was ich haben wollte, aber das ist noch relativ normal. Ich gehe zurück mal in den Explorer. Hier sehe ich dann auch die Release-Konfiguration. Er hat im Prinzip das Projekt kompiliert, aber mehr hat er nicht erzeugt. Ich muss mein Projekt nämlich weitergeben. Und das geht natürlich über die Weitergabe innerhalb des Projektmenüs. Ich kann natürlich auch innerhalb der Bereitstellung das Ganze konfigurieren. Das heißt, hier wird im Prinzip mein APX-Package zusammengestellt. Was hole ich mir denn jetzt? Einige Default-Icons, die wir vorhin gesehen haben. UWP Default 44, 155 Bit und natürlich auch das Executable. Theoretisch kann eine UWP-Anwendung auch aus mehreren Executables bestehen. Die kann ich jetzt hier natürlich auch alle manuell mit hineinbringen. Was dann zusätzlich noch mit hineinkommt, das sieht man jetzt hier relativ schlecht, ist das APX-Manifest. Das ist momentan hier noch nirgendwo enthalten. Da gibt es eigentlich erstmal nur ja meine ganz normale Release- und Debug-Konfiguration. Das lassen wir jetzt einfach mal alles mitgeben und rufe entweder über Projekt Weitergabe das Ganze auf oder über diesen kleinen grünen Pfeil. Und das Ganze wird jetzt an der Stelle auch paketiert. Paketiert, UWP erzeugende Map-Datei, bla bla bla, PA und Erfolg.
Ich gehe mal wieder zurück in den Windows Explorer. Was ich jetzt hier sehe, ist im Prinzip erstmal eine XML-Datei. Die XML-Datei, die kann ich hier auch mal mit dem Red Studio einfach mal so weit öffnen. Da sind im Prinzip jetzt natürlich auch einige Einstellungen dazu drin. Was ist mein Executable? Welche Assets, welche Visual Elements kommen jetzt alle mit hinein? Das wird hier an der Stelle benötigt und ist jetzt speziell für dieses Projekt mit hineingebracht. Ich sehe natürlich auch, wenn ich jetzt mal in mein eigenes Projektverzeichnis gehe, auch eine AppX-Manifest-Datei. Auch die kann ich hier mal öffnen. Zack, zack. Die sieht auf den ersten Blick relativ gleich aus, wird allerdings über entsprechende Substitute dann dynamisch erzeugt, beziehungsweise das ist das Template. Das ist die Grundlage für das Erzeugen dieser AppX-Manifest-Datei. Sprich, das, was in meinem Projektverzeichnis liegt, die AppX-Manifest-Template-Datei ist die Grundlage und aus der wird dann mein AppX-Manifest-Datei erzeugt. Wenn man die jetzt einfach mal so gegeneinander stellt, sieht man jetzt an der Stelle auch, wie jetzt dann auch hier die entsprechenden Substitute erfüllt worden sind. Was haben wir sonst noch? Wir waren in Win64, wir waren im Release-Modus. AppX, hier habe ich mein ganz normal Executable. Kann jetzt hier nochmal weitergehen. Redundanterweise gibt es das Ganze hier nochmal. Aber das ist im Prinzip das Paket, was paketiert wird. Da finde ich jetzt natürlich auf der einen Seite wiederum die Struktur. Die Struktur, wo jetzt hier meine Logos mit drin sind, unter den Assets an der Stelle. Da sind momentan auch nur meine beiden Logos mit enthalten. Da kann ich natürlich mehrere Assets, also mehrere Vorangehensweisen mit hineinbringen. Und da habe ich dann auch meine AppX-Datei. AppX-Datei, die ist überraschend klein, sage ich mal an der Stelle, obwohl es so ein komplettes Executable mit beinhaltet. Ich kopiere das einfach mal und benenne das einfach mal in Zip um. Gucken, ob da was passiert. Versuche das mal zu öffnen und was man sieht dann auch, eine AppX-Datei ist im Prinzip nicht mehr und nicht weniger als ein ZIP-Archiv, wo dann auch meine entsprechenden Assets wieder mit enthalten sind, meine Metadateninformationen und natürlich auch meine Signatur. Die habe ich jetzt hier einfach nur mal so mit hineingemacht. Mach sie gleich wieder weg. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gelöscht, deswegen sage ich nochmal weitergeben. Lass mir das Ganze nochmal neu erzeugen. Bin, da waren wir drin. Jetzt könnte ich natürlich auf den Gedanken kommen, diese AppX-Datei weiterzugeben. Ich könnte auch einfach mal versuchen, hier das Ganze zu installieren. AppX-Dateien erkennt Windows 10 Anniversary Edition als Universal Windows Plattform Anwendungen. Herausgeber Reserve Version 1.0.0, Funktion ausführen, bla bla, klingt eigentlich soweit in Ordnung. Es sind halt eben native Anwendungen, die das volle Vertrauen. Und jetzt könnte ich installieren drücken. Auch das wird schief gehen, sage ich Ihnen gleich schon, weil hier mein Windows-System mein selbstsigniertes Zertifikat nicht kennt. Das, was wir vorhin in dem AppX oder in dem ZIP-Archiv gesehen haben, die P7X-Datei, die ist noch nicht in meinem Windows-System mit drin. Jetzt gibt es natürlich für die Ad-Hoc-Distribution von AppX-Paketen, vielleicht die Notwendigkeit, ich will das meinem Kollegen geben, ich will das noch nicht über den Windows Store machen, dann braucht er an dieser Stelle diese private Informationsaustauschdatei und die muss ich jetzt natürlich installieren. Aktueller Benutzer oder gleich für den ganzen Computer, ich installiere das mal gleich für den ganzen Computer. Jetzt muss ich jetzt, das ist nein. Das war jetzt eine Meldung vom Red Studio. Was will ich jetzt hier installieren? Das ist die PFX-Datei, bla bla bla. Wo will ich sie denn installieren? Und möchte ich jetzt hier erstmal das Zertifikat privater Schlüssel verschlüsselt, also in dem Fall wiederum mit dem Kennwort. Und diese PFX-Datei möchte ich importieren. Wo möchte ich sie denn jetzt auch an dieser Stelle importieren? Es handelt sich dabei um eine Person. Microsoft hat es hier leider Gottes vergessen, den Dialog etwas resizable, vergrößerbar zu machen. Dann sage ich jetzt an der Stelle vertrauenswürdige Personen. Okay, da wird er jetzt importiert. Fertigstellen. Und mein Windows-System, nur mein Windows-System,
diese aktuelle Installation für alle Benutzer, das war ja meine Wahl, kennt diese PFX-Datei nun. Und ich kann jetzt hier auch wiederum in meinen Windows Explorer gehen und nochmal versuchen, das zu installieren. Und siehe da, es funktioniert dann an der Stelle auch. Ich kann das jetzt natürlich direkt aus dem Installationsdialog hier starten und ich habe hier meine sagenhafte Anwendung. Habe ich das jetzt auch hier im Windows-Menü? Theoretisch sollte ich das an der Stelle jetzt auch haben. Da sollte ich sowas wie ein Project 1 haben. Das ist neu. Kann ich es hier starten? Ja, prima. Ich habe jetzt also prinzipiell die Möglichkeit, meine ganz normale Win32-Anwendung hier zu erzeugen. Jetzt könnte ich das Ganze natürlich auch nochmal mit einigen Schmankerl belegen. Ich kann das Ganze nochmal erzeugen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine neue APX-Datei, nachdem ich dann auch über Projekt das Ganze weitergegeben habe. Sieht man jetzt auch am Datum, 10:36 Uhr, nochmal versuchen zu installieren. Da wird er jetzt an der Stelle auch wiederum meckern. Soll heißen, die Version hat sich ja nicht geändert. Wir haben immer noch die Version 1.0.0.0. Microsoft, der Windows App Store, erlaubt es nicht, dass man versionsgleiche Versionen installieren kann, unter dem gleichen Namen, Voraussetzung, sodass er hier an der Stelle auch schon mal wieder meckert, weil es ein bereits installiertes Paket gibt. Kann man natürlich beheben, indem man in seinen, nein, in, ja, das Template, ich schließe das Ganze mal, und das Manifest. Da meckert er nämlich immer. Ich kann jetzt natürlich auch in den Projektoptionen meine Versionsinformationen einfach mal ein bisschen hochschrauben. 1.0.0.1. Nehmen wir jetzt einfach mal eine 1.1er-Version. Wir sind ja Release-Konfiguration, 64-Bit-Windows-Plattform. Das ist soweit in Ordnung. Bestätige das mit OK. Lass es jetzt an der Stelle nochmal erzeugen. Gebe es jetzt nun auch an der Stelle nochmal weiter, sodass meine APX-Datei erzeugt wird. Wenn ich es jetzt nun neu installiere, dann bekomme ich dann auch tatsächlich ein Update, weil es sich um die Version 1.1 handelt, sodass also auch die vom Windows Store automatisch und richtig installiert wird. Gut, das ist das sogenannte Ad-Hoc-Deployment. Wie auch für das Windows Store-Deployment kann ich jetzt hier natürlich auch komplette neue Pakete hinzufügen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch hier wiederum in einem Rutsch Pakete mit hinzuzufügen, wie zum Beispiel ja, klassische Szenarien, Packages, die ich jetzt hier an der Stelle brauche für den Datenbankzugriff, für Midas, für die verschiedenen Interface-Clients, was ich jetzt nun an der Stelle auch wiederum vielleicht mit in die Pakete mit hineinbringen will. Auch das kann ich hier über den Bereitstellungsmanager natürlich hier zusammenklamüsern und mit hineinbringen. Zweiter Schritt ist es jetzt natürlich auch, dass man neben der Bereitstellung, Release-Konfiguration, ich gucke da immer wieder dreimal hin, auch mal für den Store deployt. Und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen weiter ausholen in der Kürze der Zeit. Oh, viel haben wir jetzt nicht mehr. Ich gehe an der Stelle mal auf die Webseite developer.microsoft.com. Wenn ich nämlich in den Windows Store hinein deployen will, bekomme ich hier erstmal die grundlegende Seite von Microsoft. Das ist soweit alles prima. Ich bin Windows-Entwickler, gehe also damit in den Windows-Developer-Bereich von Microsoft und dort gibt es ein sogenanntes Dashboard. Das Dashboard ist sozusagen die erste Übersicht, die Einstiegsseite, in der ich mich jetzt auch anmelde. Ich habe hier meine Firmenadresse benutzt. Das ist mein persönliches Konto, nicht mein Geschäftskonto. Das hat er jetzt soweit erkannt. Das hängt immer davon ab, ob Sie jetzt vielleicht unter dem E-Mail-Adresse hier mehrere Accounts hängen habe, was bei mir der Fall ist. Das möchte ich mal nicht speichern. Und ich bin jetzt hier im ganz normalen Dashboard. Im Dashboard kann ich auf der einen Seite natürlich neue Apps erzeugen, neue Apps erstellen. Diese Möglichkeit ist mir allerdings nur offenbart, wenn ich denn jetzt auch ein bisschen Geld abdrücke. Microsoft möchte hier an der Stelle wirklich ein bisschen Geld dafür haben. Soll heißen, ich glaube, 14 € für den Individual Developer, also für den Einzel,
Programmierer, für den Ein-Mann-Programmierer oder aber auch 29 Euro für ein ganzes Unternehmen. Ist also damit deutlich günstiger. Ein Stückchen günstiger als der Google Play Store, aber deutlich günstiger als Apple zum Beispiel, die ja gleich 99 Euro haben wollen oder 299 für ein Unternehmen. Also ungefähr, ja, Faktor 10, sage ich mal, grob und ganz. Und jetzt brauche ich als erstes einen Abnamen. Den kann ich Humpeldumpel nennen. Humpeldumpel oder wie auch immer. Ich füge vom, ja, Humpeldumpel ist sogar noch frei. Und diese Namen werden wirklich in einer Online-Datenbank von Microsoft gegengecheckt. Jede App muss halt eben einen eindeutigen Namen haben. Ich kann sie nicht einfach so benennen, wie ich es haben möchte. Und wenn ich jetzt der guten Meinung bin, Humpeldumpel ist mein perfekter Name für den Windows 10 Store, dann kann ich diesen Produktnamen reservieren. Ich breche das mal ab. Humpeldumpel möchte ja vielleicht mal jemand anders haben. Ich gehe mal hier zurück ins Dashboard und hier habe ich schon mal eine Anwendung reserviert. Das ist jetzt hier die Anwendung, die heißt Embarcadero Germany. Die heißt nicht Project 1, Project 2 oder meine tolle Anwendung .exe, die heißt Embarcadero Germany. Den Namen habe ich mir einfach mal reserviert, da wird wohl keiner was dagegen sein. Ich sehe jetzt hier an der Stelle auch, ja, was ist jetzt hier an der Stelle alles mit möglich? Ich kann auch die Pakete hochladen, kann die dann auch einstellen, kann das Ganze hier auch monetarisieren. Das heißt, wenn ich dann ein Anwendungspaket hier hochgeladen habe, kann ich dann auch Angebote erstellen, Preise festlegen, in welchen Regionen ist das alles hier mit hineingebracht. Und da bekomme ich generell erstmal die Informationen. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch noch, wenn ich das denn jetzt nochmal finde, die App-Übersicht, das haben wir doch jetzt hier soweit, die App-Verwaltung. App-Identität, genau, da wollte ich eigentlich hin. Da gibt es dann auch verschiedene Pakete, Identität, Namen. Das sind eigentlich alles Werte, die ich jetzt an der Stelle auch in diesen Dialog mit übertragen muss. Das heißt, ich kann das dann auch hier in dieser entsprechenden Konfiguration für das AppX-Paket mit Manifestdatei hier alles mit eintragen. Und das muss natürlich auch dem alles entsprechen. Erst wenn das auch an der Stelle alles entspricht. Ich will hoffen, dass ich jetzt hier irgendwo keinen geheimen Informationen mit hineingebe. Kann ich dann auch letztendlich meine App dann auch hochladen? Unter dem Package Property Publisher Display Name, das muss natürlich an der Stelle alles richtig sein. Das heißt, ich muss das jetzt hier, den Paketnamen, Package-Namen muss ich an der Stelle übertragen, damit dann auch Microsoft weiß, wie denn auch meine Anwendung heißt. Im Idealfall lege ich jetzt natürlich noch ein passendes Icon mit hinzu und kann dann auch meine Anwendung mir mit hochladen. Ich kann das jetzt an der Stelle einfach mal durchführen. Was nehmen wir jetzt mal hier? Embarcadero Germany. Das sollte soweit richtig sein. Bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, was jetzt hier alles mit hinein muss. Anzeigename für Herausgeber. Paket. Nee, das ist mein Herausgeber. Anzeigename, Herausgeber. Sagen wir es mal so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also das jetzt unter Vorbehalt. Package-Name muss auf jeden Fall richtig sein. Fehlen unsere sind fehlerhaft. Was will er jetzt noch wieder haben? Anwendung. Ja, haha, das muss ich jetzt hier natürlich an der Stelle auch noch wiederum alles mit hineintragen und so weiter und so fort. Program-ID, Product-Name, Product-Version und so weiter und so fort. Das muss ich auch alles mit eintragen. Gibt es Dokumentation dazu, was es jetzt alles gibt? Aber, und das ist eigentlich der Pferdefuß an der ganzen Angelegenheit, selbst wenn ich das jetzt hochlade, komme ich da noch nicht hin. Das ist halt eben das Problem. Ich kopiere mal eben diesen Link und gehe in einen Browser rein. Ich muss mich nämlich auch noch vorher anmelden bei Microsoft. Dazu gehe ich in diese Webseite unter developer-microsoft.com. Wird man auch darauf hingewiesen, wenn man sein erstes APX anmeldet und oder hochlädt, dass man sich denn auch dafür registriert.
registrieren muss. Gut, in der Kürze der Zeit gehe ich jetzt noch mal hier zurück in die Kalenderkomponenten. Das war eigentlich auch noch was, was wir mit dabei haben. Windows Store schließe ich jetzt an der Stelle mal. Wir haben auf jeden Fall gesehen, wie man das lokal deployt, wie man jetzt auch lokal seine Projekte in die lokale Installation über App X über die Universal Windows Plattform mit hineinbekommt. Der Rest muss dann ausgefüllt werden, angemeldet sein und so weiter und so fort. Noch ein weiteres Beispiel für neue VCL-Komponenten. Das sind Formularkomponenten. Die finden sich unter der Lasche Windows 10. Da haben wir es dann auch schon. Da haben wir ja schon den Activity Indicator, den Toggle Switch, Searchbox, Relative Panel, Split View und zum Beispiel auch den Calendar View ist ein einfacher Kalender. Der sieht auf den ersten Blick hier erstmal relativ einfach aus, hat aber durchaus schon einiges an Funktionalität. Schnell mal die beiden Komponenten hier mit hineingebracht. Ich kann also auch hier wirklich relativ intuitiv schnell ein bestimmtes Datum auswählen. Das geht hier also auch recht gut. Kann hier hoch und runter gehen. Möchte jetzt mal wiederum das aktuelle Datum 2016, Dezember 6. ist jetzt hier soweit auch. Das Ganze gibt es dann auch als Dropdown-Komponente. Soweit, so gut. Den Komponente kann man natürlich auch benutzen für schöne kleine Schmankerl. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Da sieht man auch, ja, die Fonts, die kann man hier jetzt ein wenig anpassen. Wir haben ja in 10.1 Berlin auch sowas wie Suchen im Object Inspector hier mit drin. Das heißt, von den 15 setze ich das einfach mal auf die 8 Punkt, haben wir es ein bisschen größer. Und dann gibt es hier auch noch eine entsprechende Header-Info, die hat auch wiederum einen Font, sprich das, was hier oben angezeigt wird, auch das setze ich mal auf 8 Pixel, sodass man also hier vielleicht ein bisschen mehr Platz hat. Komponente kann man natürlich nutzen, man kann sie wirklich hochgradig anpassen, man kann sein Projekt natürlich auch mit neuen Stilen belegen. Erscheinungsbild, da haben wir neue Stile mit hineingebracht, wie zum Beispiel Windows 10 Green, das ist jetzt auch mein Standard. Vorschau, gefällt mir nicht. Purple Vorschau, schon mal gar nicht. Slate Gray. Slate Gray auswählen, dann Vorschau drücken. Ja, der ist doch schön. Der ist doch herrlich. So ein leichtes Grün, Anthrazit. Das ist soweit in bester Ordnung. Passt sich jetzt auch an. Und ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man auch diese Kalenderkomponenten zum Beispiel benutzen, um das Ganze hier mit einer Datenbank zu verbinden. Ich nehme jetzt mal hier eine x-beliebige Datenbank. An der Stelle ist es ein SQLite. Klappt das mal hier mit rein. Wir haben eine Connection, wir haben eine Table. Ich kann die Tabelle schon mal auf aktiv setzen, setze sie auch ganz bewusst wieder auf deaktiv. Nimm mal ein DB Grid mit hinein und lasse das mal ausrichten. Da kommen wir nämlich auch gleich zu den neuen Quick-Bearbeitungen, die wir in Update 2 mit hineingebracht haben. Quick-Bearbeitungen erlauben mir zum Beispiel auch schnell die Ausrichtung zu definieren. Ausrichtung Bottom. Man sieht es hier. Ist einfach sehr schön. Wir haben natürlich auch Layout. Endlich habe ich mal den Unterschied zwischen Paddings und Margins verstanden. Innenabstand und die Ränder. Kann man hier also über die Quick Edits hier sehr schnell belegen und ausstaffieren. Jetzt nehme ich hier nochmal eine Data Source mit hinein. Eine Data Source, die es mir ermöglicht, mit einem Dataset zu verbinden und hier auch das DB Grid hier nochmal mit rein. Setze das Ganze nochmal eben kurz auf aktiv. Ja, haben wir soweit in bester Ordnung. Die Connection machen wir auch mal auf deaktiv. Warum? Weil SQLite eine Single-User-Datenbank ist und ich habe gleich in der IDE oder aber auch zur Laufzeit zwei parallele konkurrierende Zugriffe auf die SQLite-Datei wollen wir jetzt gar nicht haben. Aber was man vielleicht gesehen hat in der Orders-Tabelle, ich setze sie trotz alledem nochmal auf aktiv, gibt es hier auch Order-Dates. Order-Dates, die ich jetzt natürlich auch immer mit meinem Kalender verlinken möchte. Und das Ganze geht relativ einfach über den Live-Bindings-Designer. Wir haben hier die Orders-Table, wir haben hier den Calendar-View, also die eigentliche Kalenderkomponente. Ja, jetzt gibt es hier im Calendar-View noch kein Date oder sowas. Das ist noch nicht publiziert, aber das kann ich mir ja schnell hier hinzufügen.
hinzufügen. Ich kann hier bindbare Member jederzeit hinzufügen. Und da sage ich jetzt, ja, was wollen wir haben? Das Order Date möchte ich mit dem Date hier verbinden. Und im Idealfall wird mir das jetzt auch dargestellt. Was ich jetzt natürlich noch mit hineinbringen möchte, ist, dass ich die SQLite Connection, ups, dicke Finger heute, nicht nur schlechte Videoübertragung, sondern auch dicke Finger heute, das Ganze hier zum From Create einfach halber mal auf True setze, also die Konnektivität und die Aktivität meiner Orders-Tabelle dann auch im Form Create mit drin habe. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an, ob die Anwendung denn soweit läuft. Aha, hier haben wir jetzt einen Datensatzzeiger. Order Date hatten wir jetzt nur 4.7.1996. 4.7.1996. Scrolle ich jetzt hier mit durch, sieht man dann auch, wie sich das denn auch aktualisiert. Ja, jetzt haben wir hier, und das hat man vielleicht auch kurz gesehen, eine sehr unidirektionale Verbindung. Order Date wird abgebildet auf den Calendar View. Vielleicht möchte ich jetzt an der Stelle ja auch mal was editieren. Auch das kann ich hier natürlich hier relativ schnell durchführen. Das heißt, ich muss jetzt beim Ändern des Kalendereintrages hier sozusagen das in die Datenbank, in die Tabelle, in das passende Feld hier mit hineinbringen. Und ich habe das hier frei nach Jean-Pütz schon mal vorbereitet. Das heißt, ich überprüfe erstmal, ob die Orders-Tabelle modifiziert werden kann. Und wenn sie halt eben nicht in den Order-States oder in den Bearbeitungsmodus editieren oder insertieren, schönes Wort, ist, dann schalte ich sie in den Editiermodus. Und dann gehe ich mal einfach davon aus, dass ich jetzt auch das Order-Date hier setzen kann mit den Daten aus dem Calendar-View. Probieren wir das Ganze einfach nochmal aus an dieser Stelle. Jetzt haben wir hier einfach mal ein Order-Date, 12.07. Ich setze das mal auf den 26.07. oder vielleicht irgendwo auf ein anderes Datum. Gehen wir mal runter. 2016 haben wir heute, Dezember 6. Und eigentlich hätte er das jetzt ja auch ändern sollen. 6.12.2016 hat er soweit gemacht. Kann also auch hier wirklich sukzessive hin und her gehen und die Daten damit auch verändern. Kombination aus Live-Bindings aus den neuen Komponenten, natürlich FireDeck als Grundlage hier, ist sicherlich nicht schön, die Anwendung, aber auf jeden Fall selten und gibt mir schöne Möglichkeiten. Noch einiges zu den Quick-Edit-Formularen, die wir hier mit drin haben. Kalenderkomponente haben wir mit drin gehabt. Die Quick-Edits erlauben es mir hier tatsächlich hier individuell einfach mal aufgrund eines Formulars neue Komponenten hinzuzufügen oder aber auch an der Stelle mit dem Update 2 einfach Grundformulare mit hineinzubringen oder zu designen. Es geht hier also relativ schnell, indem ich einfach mal ein Hauptformular designe. Hauptformular ist hier definiert. Wir haben eine Statusbar, wir haben ein Toolpanel mit drin. Nicht abendfüllend, aber ganz nett. Ich könnte jetzt allerdings Hauptformular mit einer Teilerliste. Da wird der ganze alte Klumpatsch gelöscht. Habe jetzt hier Panel, Statusbar, links ein Panel, rechts ein Splatter, ein Splitter dazwischen. Vielleicht auch nicht unbedingt das, aber ich kann jetzt hier auch einfach mal sagen, ich möchte ein Dialogfeld haben, schnell zusammengebaut. Oder an der Stelle auch über Quick Edit Dialogfeld mit Registerkarten kann ich jetzt auch noch hier mit hineinbringen. Hat er jetzt natürlich alles hier noch wieder oben drauf mitgemacht. Hätte man vielleicht auch etwas lehren können, sage ich mal so frei. Ungültiger Eigenschaftswert, Custom Hint, ja, das ist ja auch soweit in bester Ordnung, indem ich hier einfach mal diese ganzen Panels hier lösche und das Ganze hier neu mit hineinbringe. Zack. Ups. Panel. Ach so, Mac-Tastatur. Ich bin hier auf dem Mac und da ist natürlich Backspace hier nicht unbedingt das Backspace, was ich mir erhofft habe. Gut, das sind die Quick-Edits. Also machen wir jetzt einfach mal ein Dialogfeld mit Registerkarten. Ich habe hier natürlich auch jederzeit Möglichkeit, neue Labels, Schaltfläche,
Bearbeiten-Buttons, Bereiche, also ein Panel mit hinzufügen oder eine Symbolleiste. Was das Herz begehrt, ist auch mit enthalten. Schön an der Stelle natürlich auch, wenn ich jetzt mal hier nochmal ein Panel mit hineinfüge. Panel ist einfach eine visuelle Komponente, die man jetzt an der Stelle mal sieht. Mache hier mal auch die Color etwas anders. Dann wirken sich diese Quick Edits natürlich auch auf den Objektinspektor aus. Das heißt, ich kann hier auch aus dem Objektinspektor direkt das Alignment definieren. Ich habe hier auch bei den Margins die Möglichkeiten, das hier interaktiver zu gestalten, indem ich hier die Komponente Element, Stolament, Komponente, Quick-Bearbeitung, da haben wir das über hier die Ausrichtung, über das Layout hier dementsprechend mit Rändern belege. Von 3 möchte ich vielleicht mal 30 links, 30 oben, 30 rechts haben. Ist auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn es darum geht, Margins, Paddings. Ja, okay. Im Gegensatz hier zu den Komponenten. Jetzt haben wir hier natürlich ein alternierendes dazu. Okay, Client, Top, ein widersprüchliches, das war eigentlich das Wort. Der ist jetzt hier wie ausgerichtet, an den Top ausgerichtet, kann also nach unten hier vergrößern, verkleinert werden. Quick-Bearbeitung, Layout haben wir jetzt hier an den Rändern ausrichten. Wenn ich jetzt hier das Alignment mal auf None stelle und jetzt nochmal Komponente Quick-Bearbeitung aus dem Layout an den Rändern ausrichte, da sollte sich jetzt doch mal was tun. 30, 30, 30. Warum will er der jetzt nicht? Wir sind immer noch beim Client. Ich will None. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Gut, neue Quick-Bearbeitungsmöglichkeiten, neue VCL-Komponenten für die Bearbeitung, die in Kürze der Zeit einfach mal mit hineingebracht wurden. In 10.1 Berlin hatten wir auch schon im Laufe der Zeit Update 1 neue Tastaturkürzel, Erweiterungen, neue Strukturen sich für den C++-Builder, Toxizitätsmetriken mit reingebracht. Aber was auch immer wieder schön ist, wenn man jetzt mal etwas mehr Quelltext hat, ich möchte das alte mal nicht speichern, das hat mich hier schon fast hier angenervt, sind so kleine schöne Tastaturkommandos, die man jetzt hier auch an der Stelle mal mit reinbringen kann. Ich gehe mal in das Notification Project, da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Quelltext, wie zum Beispiel Steuerung W, die alternierende und immer größer werdende Blockmarkierung von einem Ausdruck oder von einem Property zu einem Statement-Ausdruck bis hin natürlich zum Block, inklusive Blockbegrenzer, inklusive darüber liegende Klammer vom Blockbegrenzer über Steuerung W, die entsprechende Source-Code-Navigation, und natürlich auch die Möglichkeiten der Source-Navigation mit den Tastenkombinationen Steuerung K, Steuerung G und QG, um die Breadcrumbs abzulegen. Gut, zeitlich und videotechnisch sind wir soweit auch durch, sodass ich eigentlich hier schon fast zur Zusammenfassung kommen möchte. In der Kürze der Zeit, sorry nochmal für die anfängliche fehlende Videoübertragung. Also prinzipiell haben wir den Umstieg auf das Update 2 leichter gemacht. Einstellungen werden behalten bei einer Update-Installation. Nochmal hier der Hinweis, achtet bitte darauf, dass ihr das richtige Installationsmedium benutzt. Entweder Getit Installer oder ISO. Nehmt bitte wieder das Gleiche. Jetzt die Möglichkeit auch für Windows 10 Anwendungen auch Anwendungen zu deployen. Das konnte ich nicht zeigen. Microsoft hat sie nämlich noch nicht zurückgemeldet. Ich habe es beantragt. Okay, das dauert bei denen manchmal auch ein bisschen länger, aber prinzipiell die Möglichkeit durchaus gegeben. Wir sind wieder aktuell mit den aktuellsten Betriebssystemen, mit den Möglichkeiten von iOS, Android, Windows 10, was es dort gibt. Und damit ist Delphi, ist C++ Builder weiterhin die beste Windows-Entwicklungsumgebung für visuelles Formulardesign, für Datenbankzugriff, für mehrschichtige Anwendungen mit dem Red Server, bis hin natürlich auch zum
mobilen Anwendungsentwicklung auf Android und iOS. Vertriebswege durch den Windows Store sind eine schöne Möglichkeit für viele Kunden. Es gibt immer wieder Kunden, die danach fragen. Es ist einfach deutlich leichter, im Windows 10 Store eine spezielle Anwendung zu finden, als auf einer Webseite www.humpeldumpel.de, wo ich versuche, meine Anwendung zu verkaufen. Da habe ich einfach ein schönes zentrales Repository. Ich muss mich nicht mehr um Updates, um Aktualisierung, um Versionsupdates kümmern. Die können auch über den Windows Store ausgeliefert werden. Sprich, ich habe eine neue Version, Version 1.1, lade sie im Windows Store hoch und der Kunde bekommt eine automatische Installation, wenn das dann nicht ausgeschaltet hat. Da gibt es einfach schöne Automatismen für die Distribution, für die Verteilung, für die Update-Versorgung, für die Installation bis hin zur Monetarisierung meiner Anwendung im Windows 10 Store. Und natürlich auch mit den Quick Edits, mit der Erweiterung des Object Inspectors, über die Erweiterung der rechten Maustaste oder aber auch natürlich die neuen Komponenten, die Kalenderkomponenten, die hier mit enthalten sind. Mehr Informationen natürlich hier auf der Homepage, auf der Community mit Blogs, Veranstaltungen, Foren oder natürlich auch im DocWiki, wo man auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen findet, wo man all das nochmal nachlesen kann, was ich denn habe, was ich denn brauche für das Windows 10 Deployment. Spezialangebote haben wir auch hier auf der Red Offer Seite unter www.embarcadero.com/de/redoffer gibt es aktuell noch schöne Winterangebote. Danke also hier an der Stelle auch allen YouTube-Zuschauern, die dieses Video dann gesehen haben werden, also Futur 2. Und abonnieren Sie bitte den YouTube-Channel von Embarcadero Germany. Vielen Dank, bis dann.